Guten Tag. Die keuschen Brüder von Saint-Michel öffnen ihre Tore für alle Pariser Bürger, die in Not sind und Hilfe brauchen. Also, du warst wohl fleißig. Ja, ich war fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ach so. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Stehen recht gut, dass er mehr Freunde hat als ihr. Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keinen. Ja. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ganz genau. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Naja. Ich traue den Assassinen nicht. Ach, du kannst aber mir vertrauen. Bitte hört auf. Die Bastille war großartig. Ein Wendepunkt der Geschichte unserer Vertraust Nation. Du mir? Aber wenn es jeden dritten Dienstag einen Aufstand gibt... Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ganz genau. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Ja, so ist das nämlich. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Das klingt doch, Angebot könnte übertrieben sein. Ja. Das könnte in der Tat etwas übertrieben sein. So, dann wollen wir jetzt aber mal gucken, was die Bruderschaft denn dazu sagt. Die war ja auch nicht immer ganz entzückt über unsere, Methoden. Ist das? Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Das stimmt. 2x rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Das ist in der Tat... Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Hallo, alles gut? Ja, guten Tag. Um Himmels Willen, nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war ganz genau de la Serre, Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Ja, das ist vielleicht... Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Ja, da hat er wohl recht. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Ganz genau. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Beleg! Genug! Ja, das ist natürlich immer... Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Das ist wohl richtig. Dann wollen wir doch mal hier ein bisschen besprechen oder sowas. So, wo willst du mich eigentlich hinbringen? Wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Ja, das will ich hoffen. Wir können ihn finden. All dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. Ganz genau. François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum... Elise! Eieiei, jetzt hat die schon wieder eigene Ideen. Ja, ich kann mich um den Dieb gerade nicht kümmern. Ich muss hier mal dringend hinterher... Warte auf mich! Ja.
Ja, wo willst du eigentlich hin? Warte doch! Da wartet sie. Wo ist sie denn jetzt hin? Da ist sie hin. Dass diese Leute auch immer. Alter, lass mich da vorbei, komischer Hund, du. Was hast du denn vor? Ach. Wo willst du denn hin? Alter. Was hast du denn vor? Jetzt ist man hier schon in Gefahr, dass er abhaut. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Ach so. Und das er sagst du mir jetzt. Verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat wohl keiner gesagt. Ich würde ihm das wird man wohl so behauptet haben. So wie ich. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir die Werkstatt hier untersucht kriegen. Ganz genau. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Ja, das ist wohl richtig. Haben wir hier irgendwo was? Ist wohl niemand daheim. Das sieht wohl so aus. Sag es nicht. Eine Falle? Das sieht wohl so aus. Keine Falle. Na, na. Seht, wer da ist. Tötet sie! Nee, mach, das sehe ich nicht. Alter. Das darf nur ich. Alter. Was? Ach so. Nun, das war äußerst belebend. Das ist nur richtig. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. So ja, das wäre denkbar, dass er wieder entwischt ist. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. So geht's natürlich auch. Würde ich behaupten. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Ja, das sieht nicht so ganz offiziell aus. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Ja, das wäre eine gute Idee. Da oben haben wir sie alle. Kannst du sie sehen? Ich bin auf der anderen Seite. Pass auf! So, und den hätten wir erledigt. Wie viele sind denn noch da? Drüben sind auch noch welche. So. Sind sonst noch welche auf der Seite? Nee, aber da. Hallo?
So. Dann hätten wir es auch geklärt. Es waren zwar keine Kopfschüsse, aber... Novize, hier ist Bishop. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Ach so. Wie wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Aha. Ein unruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop, das ist richtig. Dann wollen wir den doch mal... wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Da laufen noch Leute. Kann ich die irgendwie abschlachten? So, wir haben auf jeden Fall die Erinnerung 1 Sequenz, Erinnerung 7 Sequenz 1 haben wir abgeschlossen. Wie viele Teile gibt es denn von der Sequenz 7 eigentlich? Zwei. Und offenbar, ich weiß nicht, ob das 4 sind insgesamt oder hier gab es bei der 6, da gab es nur 2. Dann gibt es offenbar 4 Teile von Erinnerung 7. Dann muss ich natürlich noch ein bisschen mehr machen in der Beziehung. So. Ach Mensch, da kriege ich 25.000 Livre. Alter. So. Alter. So. Fort. Alter. Das geht nicht, dass du mich umbringst. Wo kommen wir denn da noch hin? So, dich raube ich mal aus. Dichter schlachte ich ab. Der hat Öl dabei. Schmein, das darf er ja gern dabei haben, aber das ist dann doch für mich nicht hilfreich. Was hast du denn dabei? Du hast Kohle dabei, Mensch. Der hat also keine Kohle übersehen, das ist schon mal gut zu wissen. Hab ich die alle? Ne, den hab ich noch nicht. So. Das geht ja so nicht, dass hier Zivilisten angegriffen werden. Wo kommen wir denn da noch hin? Dann wollen wir doch mal schauen. Wo haben wir denn die Mission eigentlich? Die Mission haben wir da hinten. Oh, die müsste auf der Karte ja auch markiert sein. Irgendwo da hinten. Ich mach mal trotzdem hier so eine Markierung drauf. Damit ich die auch finde. Weil wenn ich mich nur nach der Karte orientiere, dann finde ich ja nie irgendwas. So, da. Ich gehe hier entlang. Dann gehe ich hier ein wenig entlang und dann werden wir mal sehen, wo wir was finden. Ich hoffe einfach mal, dass wir da relativ gut hinkommen. Ich sollte mich mal heilen. Ich habe zwar nur noch eine Medizin, aber... Hey Mann! Was heißt hey Mann? Hey! Ich wurde beklaut! Dieb! Jemand muss ihn aufhalten! Das gehört mir!
Ja. Der Dieb wird so schnell niemanden mehr berauben, hoffe ich. Aber der ist ja noch ganz gut davongekommen. Andere Diebe, die wir hier hatten, die sind dann eher...